Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrt. Mein Name ist Kapitän Kreuzfenster Internet YouTube Superstar und ich heiße euch willkommen zum AIDA Nova Update. AIDA Nova ist nach wie vor in Lissabon bei strahlendem Sonnenschein, hoffe ich. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, fand ich ganz lustig. Ich hätte kein Update gemacht, andere wären schneller. Ich bin der Einzige, der darüber berichtet im Übrigen, aber egal. Mein Kapitänsfreund Jens hat eine Durchsage gemacht, die möchte ich euch natürlich einmal mitteilen. Ich bin etwas später, ich habe zwar schon vor 3 Stunden auf meinem Blog alles aktualisiert, aber hier im Video habe ich das noch nicht machen können. Ich komme gerade von AIDA Prima, ich habe Michael Wetzler getroffen. Er hat mir ein wundervolles Geschenk überreicht aufgrund meiner Attraktivität und tollen Arbeit. Das zeige ich euch auch gleich, aber vorher hört euch bitte Jens Janauschik an. 4 Minuten 22, viel Spaß dabei. Es ist 8 Uhr und 12 Minuten, wie versprochen, hier Kapitän hier mit einem Update, mit einer Durchsage. Ja, liebe Gäste, zunächst mal die Temperatur heute hier in Lissabon, 12 Grad Celsius. Die Wassertemperatur hat 15 Grad Celsius. Ja, ich wünsche Ihnen auch einen guten Appetit in unseren Restaurants. Ja, liebe Gäste, AIDA Cruises hat entschieden, den Aufenthalt unseres Schiffes in Lissabon über Silvester zu verlängern. Ja, wir warten immer noch auf wichtige Crewmitglieder und unser in der Silvesternacht geplante Anlauf vor der Küste von Funchal, der kann also in diesem Zusammenhang leider nicht stattfinden. Ja, wir haben alle uns die Silvesterreise ein bisschen anders vorgestellt und wir haben auch uns heute Morgen alles versucht, um andere Lösungen herbeizuführen. Ja, und außerdem sind wir im engen Austausch mit den örtlichen Behörden, um ihnen auch während des verlängerten Aufenthaltes hier in Lissabon die Möglichkeit zu bieten, Lissabon auf ihren Landgängen zu erkunden. Im Moment ist allerdings so, dass uns die Behörden keinen Landgang genehmigen. Wir prüfen jetzt zusammen mit den Behörden, unter welchen Bedingungen sie den Landgang genehmigen, und ich werde Sie diesbezüglich um 10 Uhr über einen neuen Sachstand informieren. Liebe Gäste, im Rahmen unserer routinemäßigen Testung konnten wir hier einige Fälle von Covid-19 in der Besatzung frühzeitig identifizieren, und für diese Crewmitglieder haben wir dann in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden eigens für diesen Fall vorgesehene Unterkünfte an Land organisiert, wo sie sich dann durch unseren medizinischen Dienstleister betreut werden, und den betroffenen Besatzungsmitgliedern geht es soweit gut, beziehungsweise sie haben sehr milde Symptome. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle Gäste an Bord von AIDA Nova sind ab dem 12. Lebensjahr vollständig geimpft, und vor Reiseantritt haben sie sich zweifach getestet. Einmal der Antigen-Test vor dem Abflug, dann ein zweites Mal hier im Terminal vor dem Aufstieg an Bord mit einem PCR-Test. Liebe Gäste, ich werde Sie zu einem späteren Zeitpunkt darüber informieren, wann wir unsere Reise auf die Kanarischen Inseln fortsetzen können, und im Moment kann ich dazu keine Aussage machen, aber ich werde Sie diesbezüglich dann auch informieren. Ja, liebe Gäste, unsere Kreuzfahrten, die werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt, und so finden alle unsere Reisen auch mit einer angepassten Passagierkapazität statt. Also wir haben hier entsprechend nicht die volle Kapazität an Bord ausgeschöpft. Also insofern sind wir da fein. Mir persönlich tut es sehr leid für Sie und auch unsere Besatzung, nicht rechtzeitig auf den Kanal ankommen zu können. Und wie gesagt, ich informiere Sie um 10 Uhr darüber, wie wir weiter bezüglich des Landgangsverfahrens. Und ich bitte Sie außerdem sehr höflich, verzichten Sie darauf, im Moment einen neuen Kenntnisstand über die Rezeption zu erfahren. Ich
Ich werde Sie, wie gesagt, um 10 Uhr über Ihren möglichen Landgang informieren. Liebe Gäste, Ihnen zunächst mal guten Appetit in unserem Restaurant. Ihr Kapitän Janauschek. So, das war Kapitän Janauschek und der hatte ja alles gesagt, was ich euch eigentlich gestern auch schon gesagt habe. Er sagt jetzt, er weiß nicht so genau, wann es weitergeht. Der Plan ist wohl, dass man 20 Uhr auslaufen möchte am 2. Januar in Richtung Lanzarote. Da weiß man aber noch nicht, ob das so funktioniert, wie man das plant. Das ist jetzt so der vorläufige Softplan. Die Problematik mit den Landausflügen ist relativ simpel. Man muss PCR getestet sein. Jetzt ist die Frage, ob man eben mal noch Personal von außen bekommt, die eben solche Tests durchführen können. Ich war ja auch an Bord und wir sind auch für Lissabon getestet worden. Und da war es eben auch so, dass landseitig Personal aufgenommen wurde, was das Bordhospital unterstützt hatte, die Testungen durchzuführen. Wir hatten 2.800 Menschen an Bord, davon 300 Kinder. Das heißt, es mussten 2.500 Tests gemacht werden. Da braucht man ein paar Leute für. Und ich glaube, das wird gerade geklärt. Portugal erwartet und verlangt einen PCR-Test für einen Landgang. Und man muss auch noch mal einen QR-Code ausfüllen. Aber diese QR-Code-Geschichte ist überhaupt kein Problem. Das dauert eine Minute, dann hat man das. Landnetz ist auch vorhanden. Und wer keinen Computer hat, der bekommt sicherlich auch Unterstützung an Bord, wenn es soweit ist. Ja. Das ist also der Kenntnisstand, der aktuelle von Bord der AIDA Nova. Also ich hatte gestern noch einige Gespräche dazu. Die Menschen fühlen sich verarscht. Ich weiß nicht, warum sie sich verarscht fühlen, weil AIDA tatsächlich sauber und transparent da kommuniziert hat. Also Janauschek hatte gestern Morgen ja schon gesagt, dass sie auf schiffsnotwendige Crew warten. Und ich glaube, keiner weiß es so gut wie ich, wie AIDA kommuniziert, weil wir seit 10 Jahren im Clinch hängen, die Presseabteilung und ich. Weil ich schon glaube, dass man besser und schneller kommunizieren kann. Sie machen das ein bisschen konservativer, ich ein bisschen aggressiver. Das heißt, wir sind total gegensätzlich in dieser Sache. Aber aus meiner Sicht war das sauber kommuniziert gestern. Er hat die Wahrheit gesagt und es ist immer noch die Wahrheit, dass eben Crew fehlt. Und das ist eben der Grund, warum das Schiff nicht fahren kann. Ja, ich war eben auf AIDA prima. Ich habe ein Geschenk bekommen, ich bin ausgezeichnet worden als geilster Kapitän. Ich war ja dieses Jahr mehrfach auf AIDA Prima unterwegs und bin dann jetzt ausgezeichnet worden, habe ein kleines Geschenk bekommen, weil ich ein geiler Typ bin auch. Von meinem Lieblings-GM von AIDA Prima, Michael Wetzler, hat mir das gerade in Steinwerder übergeben. Oh, seht ihr das eigentlich? Das ist originaler AIDA-Bezug von irgendeiner Sitzbank. Ich habe mir ein AIDA Prima Selbstmord-Kit gekauft, ja, falls ihr das mal sehen wollt. Unten ist ein Schiff und eine Leine. Das ist eine Mooring-Line, das ist die eine Festmacherleine, die erste, die es an Bord gab. Und die wurden jetzt ausgetauscht und als Präsent für mich, weil ich einfach ein wahnsinnig geiler Typ bin, habe ich das bekommen. Die Wahrheit dahinter ist, es gab verschiedene Tombolas an Bord der AIDA-Schiffe und ja, ich bin halt weniger der Typ, der rumläuft und heult und pienst und schlechte Laune verbreitet, sondern ich versuche Menschen zu helfen, denen es nicht gut geht. Deswegen habe ich auf AIDA Nova für 500 Euro Lose gekauft für die Tombola. Da gab es aber nur meines Erachtens Müll zu gewinnen, deswegen habe ich die verschenkt und habe da nicht weiter gemacht und so und hätte das Geld auch einfach so dahin gegeben, was für einen guten Zweck ist, für die Flying Help, für Großen Help. Und dieses wunderschöne Prachtexemplar, eben die Mooring Line von AIDA Prima, die seit Indienststellung an Bord war und genutzt wurde, wurde auf AIDA Prima verlost. Finde ich gut. Das ist eine schöne Idee, dass man da mal was Sinnvolles auch irgendwie in die Verlosung gibt. Und ja, mein Kumpel Peter war an Bord und sagt, boah, interessiert dich das nicht? Habe ich gesagt, egal was es kostet, machen. Und ich glaube, er hat zwischendrin schon arg geschwitzt, weil so viel Geld, wie es nachher gekostet hat, hat er sicherlich nicht einstecken gehabt. Ich habe das Teil für 3.000 Euro ersteigert und habe das heute Morgen bei Michael abgeholt. Ja, wir haben uns vor dem Terminal getroffen, natürlich mit Maske, FFP2-Maske. Wir haben uns nicht berührt, nicht gekusst, nicht angefasst, nicht aneinander gerieben, gar nichts. Die wundervolle Chief Purserin hat meine 3.000 Euro entgegengenommen und dann habe ich dieses wundervolle Prachtexemplar bekommen, was ich wirklich cool finde. Prima ist ja unser Lieblingsschiff so auch und finde ich gut, dass ich was von AIDA Prima habe. Und wenn es mal irgendwie zu Ende geht, kann man sich damit auch noch aufhängen, denke ich. Ja. So, das waren also die AIDA News für den Moment. Janauschek, Jens Janauschek wird sich gegen 10 Uhr nochmal melden. Es ist bei uns, glaube ich, 11 Uhr. Das heißt, in 20 Minuten wird er noch eine Durchsage machen. Und dann wird er eben sagen, wie es weitergeht mit den Landgängen. Auslaufen heute wird nicht passieren, morgen auch nicht. Sonntag
Vielleicht. Das ist so der aktuelle Plan. Und auch an Bord von Aida Nova gibt es jetzt wieder eine Silvestertombola. Anstatt also rumzuschnauzen und Theater zu machen, nimmt einfach 5 Euro und spendet es den Kindern, weil die haben viel größere Probleme. Die sind nicht auf einem Massenfrachter gefangen, wo sie Essen und Trinken ohne Ende bekommen können, wo sie sich amüsieren können, wo sie Spaß haben können. Nein, die sitzen irgendwo in Afrika, Sri Lanka oder auf den Philippinen, haben in Teilen nichts zu essen, keine Bildung. Da sollte man Probleme sehen und gegen diese Probleme sollte man vorgehen. Und dann geht da die Rezeption und sagt, ich finde das scheiße, wie es Kindern auf der Welt geht. Ich möchte hier 10 Euro spenden. Macht sowas, ja. Dann macht ihr euch A nicht zum Affen und B macht ihr noch was für die Welt. Ihr könnt es nicht ändern, dass Aida Nova nicht fährt und in Lissabon verbleibt. Ja? Es muss keiner 3.000 Euro ausgeben, es muss auch keiner für 500 Euro was kaufen. Aber ich glaube, wenn jeder, der auf Kreuzfahrt geht, auch mal ein bisschen was investiert in die Menschen, die wir praktisch, ich möchte nicht sagen ausnutzen, aber durch die wir diese tollen Urlaube erfahren, schadet uns nicht, schadet niemanden. Und am Ende ist es auch so, jeder, der eine Kabine bezahlen kann, hat doch 1 € über. Ja, bin ich von überzeugt. Total überzeugt von. MSC macht das beispielsweise so, wenn man an Bord geht. Für die MSC Foundation wird 1 € den Bordguthaben, aufs Bordguthaben gebucht. Und da gibt es tatsächlich Menschen, die gehen an die Rezeption eine Viertelstunde und beschweren sich darüber und lassen den Euro stornieren. Ja, das ist unmenschlich. Das ist nicht in Ordnung. Deswegen, also alle, die jetzt rumheulen wollen, nehmt einen Zehner mit und gebt es den Rezeptionisten und sagt, Mensch, das ist für die Crew von mir aus auch oder das ist für eine Tombola. Ja. Euer Kabinensteward, der freut sich auch über 10 Euro. Gebt ihm 10 Euro und scheißt nicht zusammen. Sagt, hey, ich hab dich lieb, hier hast du 10 Euro. Das ist was Gutes. Meine fangen immer an zu heulen, wenn ich gehe, weil ich so großzügig und nett bin. Tatsächlich. Bin einfach zu gut für diese Welt. Auch wenn sie mich immer hier alle als Idioten und Arschloch abstempeln wollen, bin ich, glaube ich, der sozialste von allen. Ich finde es schade, es sind auch Kollegen an Bord und die machen nie was für die Welt. Die machen immer nur was für sich selber. Und man kann nichts mit ins Grab nehmen. Ja? Wenn ich morgen sterbe, kann man wenigstens sagen, okay, hat zwar ein großes Maul gehabt, hat aber auch groß was für die Welt getan. Und das ist mir viel wichtiger, als dass irgendeiner sagt, oh Gott, beliebt bist du. Also in diesem Sinne, machen Sie es gut, haben Sie einen wunderschönen Tag. Heute Abend nochmal Livestream. So, ich hätte jetzt gesagt Generalabrechnung, aber wir machen Liebe und Harmonie. Heute Abend gibt es ein Liebe und Harmonie End-Livestream für das Jahr 2021. Die wundervolle Melanie, die da gerade sitzt und total schon auf Zinne ist, weil sie Hunger hat, wird auch dabei sein. Ich bin am Überlegen, ob ich ihr nichts zu essen gebe bis heute Abend, dann hat die richtig schlechte Laune, dann wird es lustig. Aber vermutlich frisst sie dann ihre Hand oder so bis dahin. Also machen Sie es gut, bleiben Sie entspannt. Ja, haben Sie viel Freude, viel Sex und ein bisschen Alkohol heute Abend und dann läuft das schon. Machen Sie es gut, ciao.